Herzlich willkommen! Klasse, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Diana von Malzauber und ich möchte hier auf diesem YouTube-Kanal gemeinsam mit dir kleine Motive malen. Wenn du sagst, hey, ich möchte auch gerne größere Motive mit dir malen, dann kannst du deinen Eltern sagen, dass unter dem Video im Text sich ein Link befindet zu einem längeren Video. Und ja, ich würde sagen, auch wenn dir das gefällt oder eben auch deinen Eltern, die vielleicht neben dir sitzen, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dem Video ein Gefällt mir gibst. Das wäre super, super lieb von dir bzw. euch. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ich möchte heute mit dir einen niedlichen Katzenkopf malen. Und dazu nimmst du einfach mal einen Stift, entweder einen Bleistift, wenn du sagst, ja, es kann sein, ich mag immer so ein bisschen gerne radieren, wenn irgendwie was, ne, wenn irgendwo eine Linie ist. Und wenn du sagst, nein, ich lege direkt los, zum Beispiel mit einem schwarzen, wasserfesten Stift oder auch einem Wachsmalstift, dann kannst du das natürlich problemlos machen. Ich mache es mit dem schwarzen Stift, damit du das besser sehen kannst, weil wenn ich den Bleistift nehmen würde, dann würdest du sagen, Diana, wo hat sich denn der Stift versteckt oder der Bleistift, ich sehe ja gar nichts. Deswegen nehme ich den schwarzen Stift und du kannst aber frei entscheiden. Was du machst ist, dass du dein Blatt heute quer hinlegst, okay? Das heißt, die lange Seite ist zu dir geneigt, weil wir machen so einen Katzenkopf, also so ein bisschen einen niedlichen Katzenkopf und der ist ja eher so, ich kann es jetzt nicht zu gut machen, aber die sind ja eher nicht so schmal wie bei uns, sondern eher so, ne, eher so vom Kopf her. Deswegen, also vielleicht hast du auch eine Katze und dann kannst du sagen, ich gucke nochmal. Ah ja, Diana, du hast recht. Okay, so, aber wir starten mit dem süßen Katzenkopf und wir machen das so, dass du hier im oberen Bereich, also wir starten, oh, jetzt habe ich hier, Entschuldigung, jetzt habe ich hier noch überall rote Farbe, wir starten hier im oberen Bereich mit dem oberen des Köpfchen, okay? Also du machst einfach so einen größeren halben, also eine leicht gebogene Linie, so, weil ein Halbkreis ist ja so, eine leicht gebogene Linie, so, für das hier oben. Und dann kommen auf beiden Seiten, ne, das kommen die Öhrchen. Die sind ja nicht so weit unten wie bei uns bei einer Katze, sondern ein bisschen mehr so hier oben. Das heißt, jetzt passen gut die Öhrchen. Dann gehst du einfach so zur Seite, machst so einen kleinen halben Bogen und gehst wieder zurück. Und hier auch natürlich auf der anderen Seite. Du gehst so ein bisschen zur Seite, halb gebogen und wieder zurück. Tada! Kann man nicht schon sagen, das ist eine Katze? Ja, das kann man. So. Prima, dann machen wir jetzt natürlich den Rest des Kopfes. Das heißt, dass wir das mit dem verbinden und wir gehen natürlich so rund, dass wir hier so ein bisschen rund gebogen sind, so ein kleines bisschen rund und hier ein bisschen noch rund gebogen und da. Okay, also nicht so, sondern so ein bisschen puffelig, okay? So, ich zeige dir, wie ich das meine. Also du gehst hier so runter und dann gehen wir hier so runter zur Seite und dann gucken wir, da müssen wir wieder hin. So. Perfekt. Okay, also du gehst so schräg runter, dann zur Seite, zur Seite, zur Seite und dann wieder hoch. Und dann haben wir schon die äußere Form des Katzenkopfs. Aber natürlich fehlt da ja noch das Gesicht und das machen wir natürlich auch. Und wir starten mit der Nase. Wir machen so ein kleines süßes Dreieck, okay? Also nicht so ein Riesendreieck, sondern so ein bisschen so klein und nett und fein. Ich zeige dir, wie wir das machen. Erstmal gucken wir, wo hat sich denn die Nase versteckt auf meinem Katzenkopf? Vielleicht hier oder da oder da? Nein, 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 nein. Die Nase ist hier in der Mitte, richtig? Wie bei uns ein bisschen, da ist die auch in der Mitte. So, dann machst du erstmal einen Punkt, einen Nasenpunkt, okay? Und dann gehst du so ein bisschen nett zur Seite, dann wieder rum und wieder nett zurück. Tada! Ein kleines süßes Dreieck, okay? Und so ein bisschen bollerig, ein bisschen hier rund gebogen, nicht so kantig. So, dann male ich das jetzt schon mal hier aus. Du kannst es später ausmalen, okay? Ich merke gerade, meine Farbe wird ein bisschen schwach. So, okay, perfekt. Die Nase sitzt. Dann machen wir jetzt hier ein nettes Lächeln. Du gehst ein bisschen runter, verschmitzt zur einen Seite und verschmitzt zur anderen Seite, sagt die Katze. Ich habe schon ein lächelndes Gesicht und sehe sehr jung und sportlich aus.
Und dann kommen die zwei Äugelchen. Und da mache ich jetzt heute auch einfach nur so zwei schwarze kleine Kreise. Wenn du das anders willst, kannst du das auch anders machen. So. Tada. Und dann machen wir natürlich noch hier die Schnurrhaare. Ne? Die kommen natürlich hier so an den Seiten. Und ich mache 3 Stück pro Seite, aber du kannst auch mehr machen, okay? Ich mache irgendwie immer 3. Ich habe keine Ahnung. Seitdem ich das mache, mache ich 3. So, na, so ein bisschen gebogen. So. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie eine kleine freche Katze, oder? Und dann habe ich hier oben noch so ein bisschen so ein Muster gemacht. Und zwar, schau mal einfach, hier ist ja die Nase, da ist ja die Mitte. Dann machst du hier einen Strich. Hier so einen schrägen Strich und da so einen schrägen Strich. Und da ich das jetzt ein bisschen zu dünn finde, mache ich den Strich jetzt dicker. Du machst es dann mit dem schwarzen Stift. Wenn du einen wasserfesten schwarzen Stift hast, kannst du es jetzt direkt machen. Und wenn du nur einen normalen Filzstift hast, machst du es ganz zum Schluss, falls du den Katzenkopf mit der Wasserfarbe ausmalst, okay? Weil sonst würde das die schwarze Farbe wieder auflösen. Das heißt, du würdest das dann später machen. So, ach, jetzt verstehe ich auch ab dem verkehrten Stift. Jetzt habe ich gerade gedacht, wieso ist denn der so schwächlich? So, guck mal, hier ist der richtige Stift. So. Mache ich noch ein bisschen dicker. So, perfekt, sehr sportlich. So, und jetzt kannst du überlegen, welche Farbe bekommt mein Katzenkopf? Bekommt mein Katzenkopf die Farbe braun, hellbraun, rosa, lila, beige? Schwarz vielleicht nicht so. Weil wenn du schwarz nimmst, dann sehen wir natürlich die ganzen schwarzen Elemente nachher nicht. Das wäre dann zu schwarz. Also nehmen wir eine andere Farbe, okay? Du nimmst die Farbe, die dich glücklich macht. Wo du denkst, heute ist die Farbe, die mich glücklich macht, die nimmst du einfach, okay? Weil wenn wir malen, darf der Katzenkopf jede Farbe haben, ja, die wir gerne nehmen möchten. So, ich überlege jetzt gerade, weil wenn ich jetzt, eigentlich hatte ich gedacht, ich mache den Katzenkopf grau. Aber wenn ich natürlich überlege, welche Farbe mich glücklich macht, ist das jetzt eigentlich nicht grau. Ich überlege mal kurz, was ich möchte. Du kannst ruhig schon anfangen. Ich brauche nur noch ungefähr 15 Stunden, um mich zu entscheiden. Welche Farbe ich jetzt nehme? Ich wollte eigentlich noch so rote Wangen machen. Das könnte ich natürlich dann nicht. Okay, perfekt. Ich nehme jetzt beige, weil ich das jetzt einfach gut finde. Und du nimmst eben die Farbe, die du jetzt auch gut findest. So, und du kannst entscheiden, mache ich das jetzt mit der Wasserfarbe oder nehme ich einen anderen Stift, den du gerne magst. So, oder auch hast. So, dann hole ich mir mal wieder neue Farbe. Oh, und dann gehe ich mal hier hin. Hier bin ich dann ganz vorsichtig, wo die anderen Sachen sind. Ich male jetzt nicht so da drüber, sondern gehe so da rum. Und mein ganzes Katzengesicht bekommt die Farbe. Und vielleicht hast du auch noch Lust, dann nachher, nach dem Gesicht, hier den Hintergrund auch noch ganz bunt zu machen. Das kannst du natürlich auf jeden Fall noch gerne machen. Vielleicht dann auch in bunten Farben, Regenbogenfarben. Einfach da, wo du denkst, das macht mir Spaß. Und wie gesagt, wenn du ein längeres Video machen möchtest mit einem niedlichen Hund, dann findest du das unter dem Text, also deine Eltern finden das dann unter dem Text von diesem Video. Dann kannst du direkt länger mit mir zusammen mal. Das würde mich sehr freuen. So, perfekt. Jetzt mache ich doch noch meine rosa Wangen. Da habe ich so Lust. Und zwar, dann nehme ich jetzt die Farbe Pink. Und schau mal, dann gehe ich hier so ein bisschen hin, so. Und so ein bisschen so. Nur so ein bisschen. Na, vielleicht fehlt noch ein kleines bisschen Farbe. So, ja. Und das ist süß. Das gefällt mir gut. Das ist eine niedliche Katze. Und wie gesagt, wenn du jetzt kein Schwarz genommen hast bisher, warte, bis die Wasserfarbe trocken ist
Und dann mache das hier oben und die Augen und die Schnurrhaare, Nase, Mund. Gehe dann nochmal mit Schwarz drüber. Dann sieht das ein bisschen schicker aus. Du kannst es ja mal ausprobieren. So, ja, dann sind wir schon fertig für heute und ich muss sagen, sehr, sehr schick. Und ich wünsche dir ganz viel, ganz viel Spaß mit deinem Katzenkopf und eine ganz tolle Zeit. Deine Diana von Malzauber. Tschüss!